Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen, von mir aus, von uns aus, von der Forstbetriebsgemeinschaft Nürnbergerland, aber natürlich auch von den Möbelmachern, mit denen wir heute eine kleine gemeinsame Aktion starten. Wir sind die Forstbetriebsgemeinschaft, wir sind mittlerweile an die 2200 Mitglieder im Nürnberger Land. 10.000 private Waldbesitzer gibt es ungefähr im Nürnberger Land, das heißt, wir haben noch ein wenig Luft nach oben. Heute geht es ums Thema Buche, sehr ergängige Baumart hier in unseren Wäldern. Ich möchte jetzt heute einfach mal zeigen, dass man sagt, wenn man wirklich eine schöne, starke Buche hat in seinem Wald, was man damit auch machen kann. Wie gesagt, die Möbelmacher mögen die dicken, starken Buchen. So gut, jetzt stehen wir hier im Privatwaldbesitz von einem Waldbesitzer aus Obergrumbach auch. Bei der Forstbetriebsgemeinschaft haben sie sich sozusagen automatisch verpflichtet, wenn sie nicht widersprochen haben, bei PEFC Mitglied zu sein. Also das ist auch diese Zertifizierungsrichtlinie von der sozialen Geschichte, dass man jetzt die Leute anständig bezahlt, die auch arbeiten, dass man jetzt nicht, ich sage jetzt mal ganz flaps, Leute aus Osteuropa holt, die dann für 2 Euro die Stunde arbeiten, sondern dass das auch gewährleistet ist, dass die Schnittschutzhosen anhaben, dass mit Biosägekettenöl gearbeitet wird, aber auch in den Wäldern, dass man sich halt, wie gesagt, zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Dann, wo ich jetzt ein kleines M am Stammfuß geschrieben habe, das wären dann die Buchen, die für die Möbelmacher interessant sind. Das sind die stärkeren, was dann einfach mit so einem Querstrich ausgezeichnet ist. Das wird dann später mal noch auf 3 oder 4 Meter geschnitten. Das wird dann ins Industrieholz gehen. Ja, da hätte ich gesagt, laufen wir einmal. Erst einmal schauen wir uns den Hut noch ein bisschen an. Das werden wir jetzt dann fällen, sozusagen. Und schauen wir mal, ob es dann einen Rotkern hat oder nicht. Hat aber jetzt auf das Material oder auf die Festigkeit vom Holz keinen Einfluss. Früher war es eine Qualitätsminderung, also hat die Buche einen Rotkern gehabt. Heutzutage ist es eher so, dass man eher ein bisschen mehr kriegt oder dass es oftmals sogar gewünscht ist. Wenn ein Drittel, sagt man meistens zumindest, mit Rotkern ist. Da tust du es wieder. Wir haben jetzt die Möbel machen. Ich hoffe, die haben vorgesagt. Wo ist denn der Herbie? Der Ewig, das ist doch nicht. Aber das ist